Ich kann Ihnen leider nicht entsprechen, denn Sie wären verfassungswidrig. Herr General, Sie sind schon öfter mit Ihren Forderungen gekommen. Das waren aber immer Unterhaltungen, wo man mit Ihnen reden konnte. Jetzt haben Ihre Forderungen den Charakter eines Ultimatums und eines Pronunciamentos der Generäle. Das können wir uns unter keinen Bedingungen gefallen lassen. Und ich weise Sie in jeder Beziehung schroff zurück. Ich habe Ihnen schon gestern in Absprache mit General von Sickt die Verfügungsgewalt über die beiden Marinebrigaden entzogen. Im Übrigen wird die Truppenverminderung planmäßig durchgeführt. General Reinhardt bleibt auf seinem Posten und jeder General wird entfernt, gegen den Bedenken bestehen. Abschließend warne ich Sie nachdrücklich vor dem Gedanken einer Auflehnung. Eine Militärrevolte würde fürchterlichen Schaden anrichten, die Reichswehr zerstören und mit Sicherheit den Generalsteig heraufbeschwören. Ich fordere Sie auf, Ihren Abschied zu nehmen. Ist dies nicht bis morgen früh 10 Uhr geschehen, werde ich Sie entlassen! Erhard? Was, General Lüttwitz? Sofort durchstellen. Erhard? Alarmieren Sie sofort Ihre Brigade. Binnen 24 Stunden marschieren wir. Sehr wohl, Herr General. Fürs Vaterland. Es ist meine Ehre. General Reinhardt, Herr Minister. Herr Reichswehrminister, es gibt Gerüchte, dass die Marinebrigade Erhardt gegen uns in Richtung Hauptstadt vorrückt. Gerüchte, alles nur Gerüchte. Aber diesmal scheint es ernst. Putschgerüchte gab es schon viele. Auch wird berichtet, dass sich im Hause der Nationalen Vereinigung seit Tagen rege Aktivitäten zeigen. Harmlos.